herzlich willkommen jetzt in meinem improvisierten Yoga-Studio im Wohnzimmer. Ich habe hier schon ein paar Yogatiere platziert. Hier entstehen nämlich viele Videos für Kinder, für Familien, auch für die Kinder-Yoga-Lehrer-Ausbildung, natürlich auch für Erwachsene. Aber heute möchte ich mit euch eine kleine Reise um die Welt machen mit Yogatieren. Viele Asanas, viele Yoga-Übungen haben ihren Namen aus dem Tierreich und das nutzen wir einfach im Kinder-Yoga. Darum hier, wie gesagt, schon ein paar Yogatiere bereit. Okay, los geht's auf die Matte. Ja, wir fangen an in einem Yogasitz, im Schneidersitz, machen mal eine große Yogasonne mit langen Sonnenstrahlen, gleich nochmal. Die hilft uns mal beim Aufrichten, beim Strecken, gleich nochmal. Okay, eine kleine Yogasonne mit Sonnenstrahlen, noch eine. Mit Sonnenstrahlen hilft beim Konzentrieren. Daraus machen wir uns eine Sonnenbrille. Hallo. Und legen die Hände auf die Knie. Mit einem Yogalied bringen wir mal die Wirbelsäule in Bewegung. Und los geht's. Biegen, strecken, biegen, strecken. Dehnen, drehen, dehnen. Komm, wir machen Yoga, komm, wir machen Yoga. Namaste, Namaste. Schön, dass du da bist. Mein kleines Energiebündel, der Rocco, ist gerade munter geworden. Immer wenn ich Yoga für Kinder mache, kommt er mit, weil er glaubt, dass ich mit ihm spiele. Hallo Rocco, schön, dass du da bist. Super. Okay, also, ein paar Yogatiere. Wir fangen an mit einem Hasen. Osterhase, Ostern ist gerade vorbei und er hatte ganz schön was zu tun. Und für den Yoga-Hasen setzen wir uns mal auf die Fersen. Dann machen wir uns, wenn ihr wollt, Hasenohren. Und die Hasen können ihre Nase so wunderbar bewegen. Und dann machen wir ein paar kleine, schnelle Atemschlucke und atmen dann entspannt aus. Okay, los geht's. Dieser sogenannte Hasenatem macht uns munter, bringt frischen Sauerstoff ins Gehirn und das lange Ausatmen entspannt uns. Und der Yoga-Hase, der Osterhase, hatte jetzt einiges zu tun. Und nachdem derzeit sehr viel los ist und er auch mit seinen kleinen Yoga-Hasen-Kindern viel zu tun hat zu Hause mit Homeschooling und so weiter, hatte er dieses Mal auf der ganzen Welt Unterstützung von anderen Tieren zu Ostern. Und da schauen wir mal, wer das alles war. Also, der Osterhase, hüpft einmal. Hopp, boing, hopp, boing, hopp, boing. Nach Afrika. Und dort war ein Löwe mit am Werk zu Ostern. Und für den Yoga-Löwen können wir uns wieder auf die Fersen setzen, die Knie ein bisschen öffnen und gleich die Zunge weit rausstrecken, die Augen weit aufmachen. Eins, zwei, drei. Nochmal, eins, zwei, drei. Ja, Yoga-Löwen brüllen nämlich nicht laut, aber durchaus schrecklich, ja, mit der Zunge und mit den Augen. Und helfen uns einfach, wenn uns mal etwas genervt hat, das einfach mal rauszubrüllen. Super, der Osterhase hüpft weiter. Hopp, boing, hopp, boing, hopp, boing. Und von Afrika weiter nach Asien, nach Indien, und dort hat ihm diesmal ein Elefant geholfen. Und der Yoga-Elefant, da stehen wir mal auf und machen mit den Füßen, mit den Beinen eine große Grätsche für die Elefantenbeine und machen uns einen Rüssel, holen uns mal ein bisschen Wasser und da vorwärts beugen und duschen uns ab. Gleich nochmal. Wunderbar. Auch der Elefant hat geholfen zu Ostern. Der Osterhase hüpft weiter. Hopp, boing, hopp, boing, hopp, boing. Hallo, Rocco. Und hüpft weiter nach Australien. Und dort hat ihm ein kleines Känguru geholfen. Und das große natürlich auch. Und das Yoga-Känguru, eine wunderbare Balanceübung für die Zehen. Ui, okay. Hat
Habt ihr das kleine Känguru auch da? Super. Und wenn ihr euch traut, könnt ihr auch hier ein bisschen hüpfen. Hopp, hopp, hopp. Super. Auch das Känguru hat geholfen zu Ostern. Und der Osterhase freut sich über die Unterstützung und hüpft gleich weiter nach Südamerika. Hopp, moin, hopp, moin, hopp, moin. In Südamerika hilft ihm ein kleines Äffchen. Und das Yoga-Äffchen ist auch wunderbar. Chips für die Balance. Dann kann das die Gesichtsmuskeln trainieren mit einem und natürlich uns auch in Bewegung bringen. Tja, das Äffchen hat dem Osterhasen geholfen und der hüpft jetzt noch weiter nach Nordamerika. Moin. Der Rocco, natürlich, der Rocco hilft immer mit, aber in Nordamerika hat ihm ein Bär geholfen. Und der Yoga-Bär, der hat mal, Achtung, der ist ein großes Tier, schätze ich, der kommt mal mit den Füßen hinten weit auseinander. Genau. Und dann tschu. Läuft der große Bär und hilft dem Osterhasen zu Ostern. Tja, Nordamerika, jetzt waren wir ja schon fast auf der ganzen Welt und da wird es dann Zeit, übers Meer wieder nach Hause zu kommen. Und für das Meer, da setzt sich der Osterhase auf den Rücken von einem lieben Delfin und der Yoga-Delfin, den machen wir jetzt auch noch. Kommst du mal kurz ein bisschen zur Seite, Rocco? Unterarme auf den Boden. Die Baby-Delfine lassen die Knie am Boden und schwimmen. Und die großen Delfine schieben den Popo in die Höhe und schwimmen. Wieder an Land und macht nochmal seinen Hasenatem. Und was haben all die Tiere dem Osterhasen geholfen zu verstecken? Natürlich Ostereier. Und die Ostereier im Yoga sind super entspannend. Machen wir jetzt zum Abschluss von dieser kleinen Reise und machen uns mal ganz, ganz vielleicht magst du dir vorstellen, welche Farbe du hast als Osterei, als wunderschönes buntes Ei. Und wenn du dann wieder gut ausgeruht bist, Reise, Osterreise um die Welt, kannst du dich wieder aufsetzen und strecken. Namaste, lieber Rocco. Namaste. Viel Spaß beim Reisen um die Welt. Geht natürlich mit dem Osterhasen, aber auch zu jeder Zeit im Wohnzimmer. Alles, was du brauchst, sind deine Fantasie, vielleicht ein paar Stofftiere und Yoga-Übungen. Alles klar? Viel Spaß, viel Gesundheit und ah ja, wenn du Lust auf mehr hast, schau doch vorbei auf meinem YouTube-Kanal Yoga Jub, Julia Schweiger oder auf der Website www.yogajub.at. Alles Liebe! Nach der Gassi-Runde ist es jetzt Zeit für eine kurze Yoga-Praxis. Und zwar hier in meinem improvisierten Yogaschale. Ich habe kurzerhand die Möbel umgestellt in meiner Wohnung, weil jetzt hier dieser Tage viele Yoga-Videos entstehen für meine Yoga-Kinder, für die Erwachsenen, für die Kinder-Yoga-Lehrer-Ausbildung, die Online-Überbrückung.
Und auch meine Morgenpraxis findet hier statt und zu der möchte ich dich jetzt gerne mitnehmen, wenn du möchtest. Ganz wichtig, bitte achte auf deinen Körper. Es soll nichts wehtun bei deiner Praxis. Es darf zwar ein bisschen dehnen oder ziehen oder auch die Muskelaktivität darf spürbar sein, aber bitte bei Schmerz aufhören, pausieren, stoppen. Schmerz ist nicht okay, Körper spüren ist okay. Ja, in diesem Sinne, komm bitte mit auf die Yogamatte. Ich möchte einsteigen mit einem kleinen Sonnengruß. Ein Sonnengruß, der den ganzen Körper in Bewegung bringt, den Energiefluss aktiviert. Und ein paar Sonnengrüße am Morgen machen für mich einen großen Unterschied, wie ich in den Tag starte. Und ich mache ihn gerne mit Intention. Und diese teile ich heute gerne mit dir. Okay. Intention heißt für mich, dass ich meine Aufmerksamkeit lenke und heißt ja so schön, where the attention goes, energy flows. Und in jeder dieser Positionen, die wir jetzt gleich machen werden und die ich jetzt nochmal mache, nehme ich diese Intention mit hinein. Zuallererst geht es für mich darum, meine Basis zu spüren. Den Boden, die Füße, die werde ich den ganzen Tag tragen. Und gerade wenn ich viel am Computer bin und so weiter, ist es für mich wichtig, gut zu erden. Also, auf die Fersen, auf die Fußballen, auf die Außenkanten, auf die Innenkanten rollen, die Zehen zwischendurch ein bisschen wackeln, vielleicht knackst es da. Ja? Einfach mal die gute Basis spüren. Vielleicht magst du auch ein paar Mal hüpfen. Ja? Geh einfach mal darum, diese Basis gut zu spüren. Und da werden auch schon die Muskeln in den Beinen aktiv. So, wenn ich meine Position gefunden habe, meine Füße etwa hüftbreit auseinander, kann ich mir vorstellen, dass zwischen den Knöcheln ein kleiner Ball, ein Gegenstand ist, den ich leicht zusammendrücke. Dadurch bleibt Aktivität in meinen Fuß- und Beinmuskeln. Dann kann ich mir vorstellen, die Beine werden ein bisschen länger, dadurch richtet sich meine Wirbelsäule auf. Und an dieser Stelle ein kleiner Hinweis für die Mitte. Mit einem Ausatmen. Mit einem S kann ich die Muskulatur in meiner Mitte aktivieren und dadurch einem Hohlkreuz vorbeugen. Ja? Einfach S die Mitte aktivieren. Gut. Hände zum Herzen, Daumen zum Brustbein. Hier gerne ein paar Augenblicke Zeit nehmen, um mal den Atem zu spüren, den Atemrhythmus, den Herzschlag. Füße, die Beine, Atem, Herzschlag. Ich schließe da gerne die Augen. Okay. Und dann dreimal tief einatmen, Knie ein bisschen beugen, Arme heben, ausatmen, Arme sinken lassen. Einatmen und ausatmen. Auf die Art, hallo Welt, ich bin da, guten Morgen. Dann nochmal einatmen und diesmal beim Ausatmen tiefe vorwärts beugen. Hier die Knie gerne beugen, Hände vielleicht zu den Ellenbogen nehmen. Eine kleine Bewegung in den Hüften gerne dazu nehmen und den Kopf, den Nacken einfach mal locker lassen. Wie gesagt, die Knie bitte so tief beugen, wie du es brauchst, damit hier der Kopf, der Nacken, die Schultern loslassen können. Hier geht es um die Hingabe an den Tag. Ja, ich muss nicht alles unter Kontrolle haben. Ich kann auch mal loslassen und mich getragen. Dann komme ich wieder ins Tun, nehme die Hände zum Boden und steige mit einem Fuß weit zurück. So, da kommt jetzt Dehnung in die Leiste, wahrscheinlich auch in die Rückseite vom gestreckten Bein. Und auch hier ein bisschen Bewegung reinnehmen, um ganz langsam den Körper zu erspüren. Dann Hände wieder aktiv in den Boden und das zweite Bein zurücksteigen lassen. In der Bretthaltung wird es ein bisschen anstrengend. Wichtig für die Mitte, dieses Sss, hol die Bauchmuskeln wieder gut zu dir. Und hier auch, wenn du möchtest, ein bisschen Bewegung. Hier spüre ich die Kraft, ja, meine Kraft, meine Stärke, ja, meine Handlungsfähigkeit. Dann die Knie zum Boden und die Stellung des Kindes. Hier kann ich wieder loslassen. Hm.
mich getragen fühlen, vor allem wenn ich auch die Ellbogen ablege. Wunderbar entspannen. Dann komme ich wieder in die Aktivität, ins Tun. Komm auf die Knie, stell die Zehen auf und komm in den herabschauenden Hund. Sitz mit Höcker Richtung Decke. Gerne die Knie ein paar Mal abwechselnd beugen, strecken. Genau. Beide Knie gleichzeitig beugen. Sitz mit Höcker Richtung Decke. Blick zwischen den Knien durch. Die Fersen kann ich wieder Richtung Boden sinken lassen oder auch die Knie bewusst tiefer gebeugt lassen, um die Streckung, die Länge im Rücken zu genießen. In dieser Position wichtig für mich ist der Perspektivenwechsel. Den ganz bewusst wahrnehmen und auch mit reinnehmen in meinen Tag. Von hier dann bitte einen Fuß nach vorne steigen lassen. Oder ein bisschen nachgeholfen mit der Hand am Knöchel. Oder ganz einfach mit ein paar kleinen Schritten nach vorne zum vorderen Mattenrand kommen. Hier wieder eine gute Basis spüren. Knie gebeugt. Einatmen, aufrichten. Ausatmen, Hände zum Herzen. Ich stehe wieder aufrecht da. Spüre meine Füße, die Beine, den Herzschlag. Der geht ein bisschen schneller. Obwohl das jetzt eine sehr langsame Abfolge war, ist doch einiges im Körper passiert. Ja. Und das nehme ich jetzt wahr, genieße es. Und wenn ich möchte, mache ich jetzt noch ein paar Runden von dieser Abfolge. Ich mache jetzt noch zwei Runden, ein bisschen schneller. Um vielleicht noch ein bisschen mehr Energie im Körper zu aktivieren. Am Ende verweile ich gerne noch ein paar Augenblicke in der Berghaltung, spüre einfach meinen Atem, meinen Herzschlag, die Energie, wie sie durch den Körper fließt und pulsiert. Und das ist noch ein guter Moment, um meine Intention für den Tag zu setzen. Worauf möchte ich mich denn ausrichten? Worauf lenke ich denn meinen Fokus? Where the attention goes, energy flows. In diesem Sinne, viel Gesundheit, alles Liebe und Namaste. Ja, und wenn du Lust auf mehr hast, schau gerne vorbei auf meiner Website www.yogayou.at oder auf meinem YouTube-Kanal YogaYou Julia Schweiger. Ich freue mich, wenn wir uns da sehen. Baba.